Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Phantom Arena. Ich bin heute in Düren beim Dürener Summer Special, dem Pop-Up-Freizeitpark hier in Düren, der für ja, die Anna-Kirmes praktisch in diesem Jahr hier stattfindet. Dieses Jahr ist keine Kirmes, dieses Jahr ist Freizeitpark. Und ich glaube, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, der dritte Pop-Up-Freizeitpark, den ich jetzt besuche nach der Dänemark-Tour. Dann auch endlich wieder hier in Hometown in der Nähe von Aachen, da wo ich herkomme. Und normalerweise ist die Anna-Kirmes immer ein Platz, den ich jedes Jahr definitiv besuchen werde. Und so ist natürlich auch klar, dass ich heute mal mit Vanessa zusammen hier das Summer Special besuche und euch da mal mitnehme. Deswegen dranbleiben, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! So, bevor es losgeht und reingeht, muss man hier natürlich auch, ich tue das mal weg, weil da stehen deine Daten drauf, ein Registrierungsformular ausfüllen. Ist natürlich wegen der Corona-Zeit natürlich Pflicht. Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Sachen, die man akzeptieren muss. Dann ist es halt so, dass man noch 2 Euro bezahlen muss, um hier reinzukommen. Und dann geht es dann auch endlich los. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich muss mich mal kurz berichtigen, das ist übrigens mein 5. Pop-Up-Freizeittag, den ich jetzt besuche. Auf der Dänemark-Österreich-Tour sind wir auch noch mal in Graz gewesen und sonst waren wir auch noch in Düsseldorf und in Dortmund und natürlich im Innerpark. Und Vanessa ist ja schon fleißig aus am Füllen. Hast du schon fertig? Fertig. Ja, dann komm her reingehen. Sind auch schon mal eine halbe Runde gegangen. Wir müssen ja gucken, wo wir uns melden, weil hier überall Beschallung ist und überall ja Chartlieder laufen. Backstreet Boys sind gerade schon und wie hießen noch Wenger Boys und früher auch ganz alte Musik, richtig schön. Das Problem ist nur, YouTube mag das nicht so, deswegen müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir es irgendwo mal hinstellen, wo die Musik nicht ist, sonst sagt YouTube nachher du. Anna-Kirmes-Platz ganz, also in klein, klar. Man parkt jetzt praktisch auch direkt auf dem Anna-Kirmes-Platz, da wo normalerweise auch schon Fahrgeschäfte stehen. Es ist hier nur so ein Rundgang, aber das heißt nur, es stehen trotzdem sehr viele Fahrgeschäfte da und das, was man eigentlich braucht für so eine Kirmes. Man hat Fahrgeschäfte für die Kleinen, zum Beispiel wie hier bei Luna und normale, kleine Kinderfahrgeschäfte. Man hat eine große Achterbahn hier mit der Crazy Maus, man hat irgendwas, ein bisschen was für einen Thrill. Wir haben ein Riesenrad, wir haben Ghost Rider zum Beispiel hier, wir haben Dreher Westermann mit ihrem Breaker hier. Und ich glaube, so lange war Dreher Westermann noch nie hier in NRW bzw. hier in Aachen oder Düren ansässig.
weil das Ganze geht ja noch bis zum 30. August, also relativ lange. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen was fahren. Es wird jetzt nicht der längste Vlog werden, ne? Weil wir sind jetzt erst nur für ein paar Stündchen hier, weil das auch um die Ecke ist. Und ja, Alcatraz haben wir noch hier, das ist ein Labyrinth. Und ja, eigentlich das, was so gute Kirmes ausmacht. Wir haben auch noch vorne noch einen Wellenflug gesehen schon, ne? Wir lassen uns mal überraschen, was man kann. Genau, wir lassen uns überraschen und wir werden auf jeden Fall ein bisschen was fahren. Auf jeden Fall ein Breaker. Ich habe schon gesehen, 4 Chips, 10 Euro, kann man überhaupt nicht meckern. Und hier dieser Springbrunnen, ich weiß jetzt nicht, ob der zu der Crazy Mouse gehört, aber der ist auf jeden Fall, wenn es so ist, neu. Wenn ihr das wisst, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, Crazy Mouse wollen wir nachher auch mal. Habe ich mir hören und sagen lassen, weil wir, die stand ja auch schon auf der Indekirmes, aber unser Gondel hat sich nicht gedreht. Und Vanessa weiß gar nicht, wie das ist, wenn man so mit so einer Bahn fährt, die sich dann so dreht. Ja. Wenn sie sich dann dreht. Wenn sie sich dann dreht. Wir versuchen es nochmal. Nein, das ist normal. Die drehen sich erst hier unten. Wenn man. Genau. Dann werden wir es jetzt sehen. Wir werden es gleich sehen. Ja, es dauert ja noch mal ein bisschen. Aber auf jeden Fall, es ist ein sehr schönes Wetter. Wir haben jetzt 30 Grad, wir sind aber jetzt auch schon am Abend da. 18 Uhr haben wir, glaube ich. 18.21 Uhr. Parken übrigens müsst ihr nicht bezahlen. Wie gesagt, 2 Euro Eintritt hier. Und dann kann man hier so viel Spaß haben, wie man will. Die Einzelattraktionen müssen natürlich bezahlt werden. Guck mal, und jetzt dreht er sich, wisst ihr? Und je nachdem, wie die Beladung ist, dreht man sich mal mehr und mal weniger. Wir werden es gleich sehen. Ja. So, wir gehen einfach mal weiter und ja, wir melden uns dann, wenn wir mal was fahren. Hier, guck mal, schön. Können wir auch mal einen Kopf reinhalten hier. Oh, es ist so warm. Xtreme ist noch da. Habe ich gerade eben schon mal gezeigt. Ja. Ist das was für dich? Ja, Xtreme, wäre das was für dich? Nein, ich glaube nicht. Glaubst nicht? Wenn ich jetzt wieder wüsste, dass ich da reinpasse, dann würde ich sagen, komm, mach mal eine Runde, weil das ist echt sehr spaßig. KMG-Fahrgeschäft, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Jacket und Hyde reinpasse. Aber ob das jetzt hier auch der Fall ist, weiß ich nicht. Denn beim Fighter gehe ich meistens weiter, weil da funktioniert das leider nicht. Big Spin ist noch da, ist auch sehr witzig, sehr interessant. Bist du, glaube ich, auch noch nie gefahren, sowas, ne? Big Spin hier. Dann sollten wir das vielleicht gleich mal tun. Okay. So, wir sind jetzt eine Runde gegangen und wir stehen genau wieder am gleichen Punkt. Wir sind jetzt was gefahren und zwar einmal der Polyp. War richtig lustig, ne? Weil Special Effect. Water, also das, was dahinter so ist, gibt's da. Da steht einer mit dem Schlauch und macht die Leute nass. Unfassbar. Und das seht ihr jetzt in diesem On-Ride. Und danach sind wir jetzt weitergefahren und zwar hier, man sieht noch die Rückwand, Dreher Vespermann Breaker, Break Dance. So, zwei Runden sind wir gefahren. Nicht dein erstes Mal, ne? Nein. Sind schon mehrmals gefahren. Aber heute alleine. Wir brauchen mehr Platz in der Beziehung. Wir haben jeder eine Gondel genommen und wir haben halt auch dieses Angebot genommen, viermal fahren, 10 Euro zahlen. Normalkurs ist 3,50, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch gerade in dem Moment, wo wir eingestiegen sind, ist das Schlagerrunde gewesen. Die ganze Zeit, voll geil. Und selbst die Mitarbeiter von Dreher Vespermann haben geschunkelt. Richtig, richtig lustig. Ja, zwei Runden sind wir gefahren. Und wie so ein Breaker aussieht, wenn der sich dreht, das sieht ihr jetzt. Viel Spaß.
wir versuchen es jetzt nochmal mit der Crazy Maus, ne? Auf ein neues, dass sie sich dreht. Ja, genau, weil letztes Mal haben wir uns in Eschweiler nicht gedreht. Und ja, damit Vanessa es auch mal erlebt. Der ist schon ein bisschen kuddelig, ne? Ja. Bin mal gespannt. Vielleicht sind wir nur ein bisschen hydriert. Ja. Na, Breaky war nicht so? Das lag mal ein bisschen auf dem Magen. Ausnahmsweise mal ja. Okay, ja gut. Naja, wir fahren jetzt eine Runde und ihr seht, das ist alright. Wir sitzen jetzt in Big Spin für Vanessa das erste Mal und ja, wir gehen los, wir gehen die Reise an. Viel Spaß. Nein. Das ist viel Wasser hier. Sieh! Juhu! Hey! Hey! Dumm! Dumm! Ja, cool. Ja, hallo. Das nenne ich mal Big Spin. Wir spinnen uns immer noch, egal. Wir drehen uns aber weiter. So, ja, wir haben uns ein bisschen länger gedreht als gerade, glaube ich, üblich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, schöne Fahrt, aber an Voodoo Jumper kommt das Ding leider nicht ran. Naja, auf jeden Fall, ja, man kann es trotzdem auf jeden Fall cool fahren, aber wie gesagt, es ist halt, von der Power her kommt es halt einfach nicht an Voodoo Jumper ran. Es ist jetzt nichts bös gemeintes, aber es ist halt wirklich so. Es ist halt schon mit dem Laser und mit der Musik und so wäre es dann halt noch mal geiler, glaube ich. Ja, was soll man sagen? Das war okay, ich hätte mehr erwartet. Das wollte ich gerade sagen. Man kann es auch kurz machen. Aber ihr wisst ja, ich strecke meine Videos. So sind wir gerade noch eine Runde mit Ghost Rider gefahren und das hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, es war Vanessa das erste Mal und das seht ihr jetzt nochmal schnell.
alles gut? Ich komme hier voll gegenstürzt, das war super. Aber sonst ganz gut, ne? Ja, ja. Sonst ganz gut. Wenn das bitte schön, aber ich kann hier mich immer mit den Füßen so schön abdrücken und dann bin ich da richtig bündig drin. Macht richtig Bock. Aber blaue Schultern haben wir trotzdem. Ja, so, wir gehen jetzt unsere Sachen holen. Ich glaube, das ist jetzt auch mein letztes Fahrgeschäft für uns heute hier. Ich mache jetzt mal ein paar Impressionen und dann geht nach Hause. So. Ja, ihr Lieben, da sind wir schon raus. Wir haben jetzt 21 Uhr und damit schließt hier auch das Dürener Summer Special oder Sommer Special. Wie ich finde, sehr schön, sehr gelungen. Preise sind moderat. 2 Euro Eintritt, die man hier bezahlen muss, ist jetzt auch nicht zu viel. Parken ist umsonst, das hat man ja sonst auch bei der Dürener an der Kirmes halt nicht. Es sei denn, ihr parkt irgendwo im Feld oder weiß ich wo. Aber die normalen Plätze kosten ja was. Deswegen, ja, eigentlich eine rundum gelungene Sache, wie ich finde. Wie findest du es? Ich fand es schön, aber ich habe gesagt, mir fehlt leider einfach eine Wasserbar. Ja, es war warm heute, ne? Können wir froh sein, dass der Polyp da ein bisschen nass gespritzt hat, ne? Ja. Das war echt ganz cool. So, Special Effekt bei der Polyp, einfach mal die Leute nass spritzen. Und ich habe es genau gesehen, ja? Alle Damen, da wurde mehr Wasser verbraucht, so. Ich habe schon gedacht, wie ich da vorher gefilmt habe, ich so, was, das triefen die Gondeln so. Der Mann mit dem Schlauch, der stand hinten, das habe ich gar nicht gesehen. Und ja, richtig lustig, hat Spaß gemacht. Es sieht auch, wenn man hier hinkommt, muss man ganz ehrlich sagen, hier ist ja der Parkplatz, richtig cool aus. Es geht halt bis da drüben, ne? Aber hier diese Optik, die man hat mit dem Wellenflug, dann das Riesenrad daneben, das macht schon ein bisschen was her. Was war denn dein Highlight heute an Attraktion? Ja, Ghost Rider, glaube ich. Ghost Rider. Tatsächlich, ja. Ja, auch wenn du ein bisschen hin und her gerutscht bist. Ich fand diesen Topspin, weiß ich nicht, hatte ich mir eigentlich mehr drunter erhofft. Topspin? Ach, du meinst Big Spin? Big Spin, wie auch immer. Ja. Bin nicht gut den Namen merken. Nee, war also tatsächlich somit das Beste, ja. Okay. Und Breakdance aber heute nicht so meins, weiß ich nicht. Normalerweise fahre ich den ja sonst immer. Das heißt ja eigentlich, wenn es sich ausnockt, bist du zu schwach. Das hat ja nichts mit dem Breaker zu tun. Der Breaker war sehr, sehr gut. Du hast es noch nicht vertragen. Lass dir am Breaker in Ruhe. So, ich mein Lieblingsbreaker. Ich habe nichts Schlechtes dagegen gesagt. Ich habe ja lediglich... Du hast gesagt, es ist nicht so toll. Nee. Ich habe nur gesagt, dass er nicht heute so toll zu mir war. Also, ja, kann ja der Breaker nichts für, wenn das heute nicht dein Tag war. Heute nicht mein Fahrgeschäft. Okay. Ja, also kommt auf jeden Fall hier nach Düren, unterstützt hier auch die Schausteller. Bis zum 30. August haben die noch auf, wie gesagt, bis 21 Uhr. Nicht so lange wie die Anna-Kirmes, aber hey, da können die Schausteller auch mal ein bisschen früher Feierabend machen. Ne? Kenne ich so auch normalerweise gar nicht. Nee, es ist wirklich richtig cool. Moderate Preise, Breakdance hat 3,50 genommen, viele Geschäfte haben 3,50 genommen. Ich glaube, die Achterbahn hat 4 Euro genommen. Ne? Also normale Kirmespreise. Mitdrehen, ja, wir haben uns diesmal richtig gedreht. Und wir haben uns heute gerade noch ein Schaumeis gut. Das war auch Vanessas erstes Schaumeis. Sie wollte eigentlich Schaumeis, nee, ein Softeis wollte ich ursprünglich. Genau, aber du hast ein Schaumeis. Schaumeis, auch lecker, ne? Empfehlung, ja. Ja, und hier. Aber? Auf meinem Nacken. So. Aber es war ein bisschen zu schnell tropfi. Also es ist so direkt runtergelaufen, so schnell war ich gar nicht mit Essen. Du hast auch nachher in Schoko getunkt gehabt. Ja, es ist relativ schnell geschmolzen. Es war halt irgendwie smarklig. Klebrig, aber sonst gut. Okay, tschö. Winke. Ja, ich verabschiede mich jetzt auch nochmal. Tut mir leid, ist halt heute nicht so ein extrem langer Vlog geworden. Ich wollte euch einfach nur mal hier die Kirmes bzw. diesen Freizeitpark zeigen. Und was man hier Schönes erleben kann, wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht alles gefahren, aber das, was wir gefahren haben, hat relativ viel Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall nochmal privat nochmal hier hinkommen
um noch ein paar Runden Breakdance zu fahren, weil so lange Dreher Vespermann hier bei uns in Aachen und Düren und die Umgebung Kastor genannt wird. Und ich mag ihn einfach sehr, sehr gerne. So, das war's von diesem Video. Wie gesagt, kommt nach hier. Ist für alle was dabei, für Kinder, für Erwachsene. Kriegt auch ein lecker Bierchen hier, kriegt auch eine leckere Pommes und eine Currywurst dabei. Alles, was das Herz begehrt. Wir haben sogar zwei Autoscooter hier auf dem Platz. Und ja, macht Spaß. Macht's gut, genau wie Vanessa sagt. Aus dem Off, macht's gut, tschüss zusammen. Abonniert den Kanal, wenn ihr andere Videos von mir sehen wollt, ne? Lasst ein Like da, falls euch das gefallen hat, und kommentiert fleißig. Und wir sehen uns hier bei der Funtime Arena demnächst. Tschüss.